Hallo, seid schön gegrüßt zu einem neuen Video mit mir und Eis, meine Königsdisziplin gewissermaßen. Ja, ihr seht direkt, worum es geht. Ne? Ist ja meistens bei meinen Videos so, da gibt es kein Intro, wobei ich mir schon in der Vergangenheit überlegt habe, ich sollte mir mal eine Art Intro überlegen, dass ich euch zeigen kann, voraus immer. Ja, ist jetzt jedenfalls noch nicht so weit, muss ich mich noch mit beschäftigen. Ihr seht deswegen jetzt dann doch direkt, worum es geht, und zwar um das Magnum Pint Praline. Das ist tatsächlich die neueste Version des Magnum Bechers. Ihr habt auf meinem YouTube-Kanal schon Videos davon gesehen, und zwar vom weißen Magnum, vom Magnum Mandel und auch vom Magnum Classic, was tatsächlich eins meiner Top-Videos ist auf meinem YouTube-Kanal. Ich danke euch da sehr für eure Mitwirkung auch. Deswegen, ihr könnt euch die Videos zu diesen Eissorten noch angucken auf meinem Kanal. Hier seht ihr jetzt die neueste Sorte, die Anfang 2018 released wurde. Es kommt noch eine weitere, und zwar mit Edelbitterschokolade, also Zartbitter und Himbeere. Die gab es aber noch nicht. Bis jetzt habe ich es jetzt noch nicht gefunden. Und das hier habe ich tatsächlich auch nur gefunden, weil es im lokalen Aldi-Prospekt beworben wurde. Denn da ist das diese Woche im Angebot, Aldi Nord wohlgemerkt, für 2,80 Euro. Der Becher, normalerweise kostet das 4 Euro, was schon recht hoch ist, wenn man bedenkt, was man bekommt, nämlich 297 Gramm Eis, 440 Milliliter. Wobei, ja, gut, wenn man es jetzt, es ist dann die Preisregion von Ben & Jerry's, wenn man es auf 100 Gramm bezieht, ne? Das ist, wie gesagt, die neue Sorte, Pralinen. Dazu habe ich auch schon das Video zu dem Stieleis gemacht, Magnum Pralinen. Das kam nämlich parallel auch raus. Was ist es? Wir können es uns angucken, es steht hier drauf, und zwar Milchschokolade und Haselnusspralinencreme. So, Eiscreme mit Milchschokoladenstückchen in einer knackigen Milchschokoladenhülle. Das ist natürlich das Geile immer beim Magnum Pint. Ihr habt es in den Videos gesehen, es hat so immer so ein bisschen gefällt bei mir. Gigantisch viel Schokolade drin, und oben haben wir eine dicke Decke an Schokolade, die wir uns auch angucken können. Mal kurz gucken. Na, diesmal nicht. Früher gab es immer einen Google Play Rabattcode 50%, dass man auf einen Live 55% gab. Der ist diesmal nicht dabei. Den hätte ich jetzt natürlich ausblenden müssen. Apropos viel Schokolade, sehen wir natürlich an 348 Kalorien pro 100 Gramm, 23 Gramm Fett. Das ist nicht ohne. Wobei, ich mache das mal auf, dann kann es oben schon mal ein bisschen ankühlen. Ne? Wir haben hier oben die dicke Schokolade drauf. Hier ist es auch noch nicht so weich. Ich bin gleich gespannt, wie das mit dem Knack funktioniert oder ob mir das Ding wieder um die Ohren fliegt. Ich habe mir jetzt übrigens mal einen geilen Löffel geholt. Ja, ich würde sagen, der passt vom Stil gut zum Magnum Eis. Wir gucken mal kurz, was wir hier genau drin haben. Denn vorne hat man immer quasi so, ich sag mal, die Werbung. Und hinten steht dann immer drauf, was genau drin ist. Und das ist ja das, was uns interessiert, was wir so, ja, bekommen. Und zwar, wir haben Pralineiscreme, das ist also die Eismasse selbst mit 3% Haselnüssen und 3% Milchschokolade. Das ist quasi das Praline, also eine Art leicht Nougat-Nuss, nennen die hier Pralinen. Ich weiß nicht, wie der Begriff Pralinen definiert ist. Ich glaube, da gibt es keine Bezeichnung für. Ich könnte auch sagen, mein großer Daumen ist eine Praline, weil es kein geschützter Name ist, der wahrscheinlich sagt, was drin sein muss. Weiß ich aber auch nicht. Dann haben wir 26% Milchschokolade, das wird die sein, die außenrum ist. Und karamellisierte Haselnüsse, 5%. Das sind, schätze ich mal, welche, die drin sind oder auch obendrauf. Ja, Zutaten kennt man soweit. Erfreulich, dass Rahmen drin ist. Also auch Sahne-Eis. Ich weiß gar nicht, steht Eiscreme drauf? Ja, Eiscreme. Also muss ein gewisser Anteil Milchfett drin sein, damit das draufstehen darf. Beim Magnum Pralin, man erkennt auch immer so ein bisschen an der Farbe, was für eine Sorte da drin ist. Was für eine Sorte es ist. Von daher, ja, gut, jetzt geht's ans Eingemachte. Es wird jetzt mal wieder eine große Herausforderung für mich. Ich muss den Deckel, ich muss das, ja, das oben zerstören. Denn, ich habe hier gerade eine Box nur zusammengedrückt, Entschuldigung für das Geräusch. Drücken, knacken und genießen. Es hat bis jetzt noch nie funktioniert, aber ehrlich gesagt finde ich fast schon witzig, dass es nie funktioniert. Dass man das so, ich sag mal, geknackt bekommt, ohne dass einem alles um die Ohren fliegt. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Gucken wir mal, ob es mir diesmal gelingt. Boah, nee, das fühlt sich schon nicht gut an. Alter, das geht nicht. Ich sehe es schon wieder. Ich mache das jetzt so. Nee, dann sieht das nicht so cool aus. Ja,
Okay. Aber doch, so sieht es ganz gut aus. Man muss ein bisschen Gewalt anwenden, aber dann sieht man, dass die Schokolade richtig geil so aufbricht. Und wir haben hier so, ich kann mal gucken, ob wir hier noch so ein bisschen reinzoomen können. Schwupp, haben wir richtig dicke Schokoladenstückchen drin und darunter die Eiscreme. Das sieht sehr lecker aus, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich mag diese Magnum Becher, ja, muss ich sagen. Vor allem den weißen fand ich sehr gut. Ich fand eigentlich alle drei sehr geil. Das Pralinen-Eis, Stieleis. Fand ich auch okay, war jetzt nicht so atemberaubend, war aber guter. Ich bin jetzt nicht der größte Nougat-Fan, von daher liegt es daran. Von daher bin ich auch gespannt, wie mir dieses Magnum-Eis hier gefällt. Da, ja, muss hier mal eben noch ein, zwei Fotos von machen, deswegen mache ich hier mal kurz einen Break und bin gleich wieder da bei euch. Und gut, ihr habt eigentlich keine Bedenkzeit. Ich wollte aber sagen, überlegt euch doch mal, welches euer liebstes Magnum ist. Sei es jetzt Stieleis oder Becher, ich wäre sehr gespannt, was ihr, ja, welches eure liebste Sorte ist, schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich wäre da sehr gespannt drauf. Und wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, unbedingt reinschauen. Das ist sehenswert. Bis gleich. Das Bild eigentlich so, wenn man sich das so anguckt. Ne? Da könnte man fast so ein Stillleben von, Stillleben, Entschuldigung. Stil hat es aber auch von machen. Ne? Sieht irgendwie erhaben aus, sage ich jetzt mal. So, ich habe ein paar Fotos gemacht. Jetzt kann ich mir mal das Eis noch genauer anschauen. Hier mit dem stilechten vergoldeten Löffel. Oben, wie gesagt, die knackige Schokolade, die wir uns jetzt einfach mal, wie üblich, am besten einfach anhören, würde ich sagen. Ja, das habe ich erwartet. Knackige Schokolade. Ja, milchschokoladig. Definitiv. Man kann leicht karamellisierte Nüsse schmecken. Die sind jetzt nicht so groß, sind eher klein. Man sieht das hier, glaube ich, auch ganz gut, dass es eher so kleine Stückchen sind. Ich nehme mal nochmal was. Ups, ah ja. Die kleben quasi auch da drunter. Das war beim Magnum-Eis auch so, dass sie quasi unter der Schokolade drunter kleben gewissermaßen. Ja, lecker, lecker, lecker. Dann haben wir hier die Eiscreme, die schon gut angetaut ist ein bisschen. Also so für meinen Geschmack zumindest. Da hat jeder ja seine anderen Vorlieben. Man sieht, dass das hier eher so, ja, so eine Art leichte Nussschokolade ist mit so einem Schokoladeneis, ist so, ja, Praline, ne, steht drauf. 2% Milchschokolade oder 2% Haselnüsse oder war das 3 und 3? Es war 3 und 3. 3% Haselnüsse, 3% Milchschokolade, also ein leicht Nougat-Ton, sage ich jetzt mal. Und Entschuldigung übrigens, dass ich mich noch etwas verschnupft höre. Ich bin eigentlich ziemlich krank und quäl mich hier eigentlich erst rum. Aber ich habe einfach Bock auf dieses Eis. So, probieren. Eiscreme. Ja, tatsächlich schmeckt es wie das Magnum Pralinen Stieleis. Dazu, wie gesagt, habe ich auch mein Fazit abgegeben. Und das hier ist genau das. Und deswegen kann ich euch sagen, Leute von also Fans von Haselnüssen und Nougat-Eis werden definitiv begeistert sein, weil es hat so eine leichte Nougat-Note. Es ist nicht intensiv Nougat-mäßig oder so oder sehr intensiv haselnussig. Es ist wirklich so eine Mischung zwischen Schokolade und Nuss. Ja, gar nicht schlecht. Und das Geile kommt bei Magnum übrigens auch, wenn man da jetzt weiter reingräbt, findet man unten immer mehr Schokolade. Achtung. Oh, geil. Ja, dafür liebe ich das. Jetzt wird hier nur alles ein bisschen versaut. Ihr seht hier, solche Brocken Schokolade hole ich da raus. Oh, scheiße, ich saug alles voll. Ich müsste vielleicht mal etwas weiter essen, bevor ich euch das alles zeige und mir hier alles voll saue. Achtung, ich gehe jetzt mal hier unten rein und fördere mal etwas zutage, was wir da drin finden. Da, dicke Schokoladenstückchen. Ah, alles hier wieder rein. Zack, zack, zack. Ja, was soll ich sagen? Ich habe euch das meiste eigentlich schon gezeigt. Meine Küche versaut. Schokolade. Wir knacken nochmal.
Super. Also. Wie ich sagte, ich persönlich bin nicht der größte Nougat-Eis-Fan, aber ich bin ein Fan von knackiger Schokolade. Und die bekomme ich hier, weswegen ich diesem Magnum durchaus ein, ich sag mal, gut Minus geben kann. Nicht, weil es schlecht ist, auf keinen Fall. Wenn ihr Fans von Haselnüssen und so seid, probiert es gerne aus. Ja, und aber ich persönlich mag einfach, bin ich der größte Haselnuss-Nougat-Fan. Deswegen ist es für mich persönlich ein gutes Eis, was aber halt nicht ganz gut ist, sondern deswegen gibt es ein Minus von mir. Es hat knackige Schokolade, viel knackige Schokolade. Es macht irgendwie auch einfach Spaß, es zu essen. Und ich will jetzt hier nicht jetzt alles hier noch durcheinander wühlen, sondern jetzt auch ein bisschen Eis genießen gleich noch. Aber ihr habt gesehen, das Ding ist voll mit Schokolade, 26% war es oder so. Und das ist eigentlich das Tolle an dem Eis, weswegen ich es dann auch wieder gut finde. Und wenn ihr, wie gesagt, Freunde seid von Haselnüssen und Nougat, ihr werdet glücklich. Oh, Scheiße, jetzt kann ich erstmal alles putzen hier. Ja, ich würde mich über Kommentare von euch freuen, ob dieses Eis etwas für euch wäre. Habt ihr es vielleicht auch schon probiert? Wie findet ihr es? Und ganz wichtig, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ich danke euch, wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut, ciao.